vom 1 bis 60 nicht zu groß sind. Also du kannst keine 3 Minuten aufholen, das ist nahezu unmöglich, auch mit 4-0 nicht. Aber wenn alle anderen dir in die Karten spielen und Fehler machen und du eben fehlerfrei bleibst und natürlich auch einen guten Tag hast von Skiseite her und von der läuferischen Seite her, dann kannst du große Sprünge machen. Und das motiviert natürlich, wenn du immer fehlerfrei bleibst und du siegst und siegst am Tableau, du machst Platz um Platz gut, dann ist das schon nicht unmotivierend. Ja, so hat Karadžičev schon eine Minute gut machen können. In Summe, der läuft auch wie ein Wahnsinniger. Und auf Seite 1 schon auf Platz 3 Simon Eder und gleich hinter dieser Seite mit Landerdinger und Grossecker. Auch die anderen beiden Österreicher, hier sehen wir es, absolut mit Chancen, also sogar in die Top 6 noch vorzustoßen. Eberhard ist jetzt mit insgesamt 4 Strafen und 26. David Kommerz noch gerade am Schießplatz angekommen. Also, Didi, in dieser Runde wird nichts passieren. Das kann ich dir jetzt schon prophezeien. Die 5 werden gemeinsam zum Schießen kommen. Die werden sich jetzt auch nicht großartig abwechseln. Mhm. Jeder wird sich jetzt nur mehr gedanklich auf das letzte Schießen vorbereiten. Und wir haben einen Österreicher drinnen mit dem Simon Eder, der schnellste Schütze ist. Das heißt, da kann was gehen heute. Das heißt, er könnte beim Schießen ein paar Sekunden rausholen. Ja. Die Frage ist, sind es genug Sekunden, die auf der letzten Sekunde zu verteidigen sind? Aber er muss ja mal. Aber okay, er hat bis jetzt läuferisch einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Denke zurück, die Runde davor hat 10 Sekunden auf Svensson gut gemacht. Das heißt, er fühlt sich sicher gut, das Material wird gut sein. Sonst kann er keine 10 Sekunden gut machen. Und im Hinterkopf muss er haben, dass er der schnellste, beste Schütze ist. Ja. Also wir sind in einer komfortablen Situation, wir zwei nämlich, dass wir einen österreichischen Spitzenplatz vielleicht kommentieren dürfen. Momentan auch noch Dominik Landerdinger, jetzt schon auf Platz 10. Der hat 5 Sekunden gut gemacht. Sven Grossecker, ein paar Sekunden dahinter, auch noch in guter Lage. Und man darf nicht vergessen, das sind von den Top 6 des gestrigen Wettkampfes 5. Nur Grossecker hat ein bisschen was eingebüßt durch die absolute Creme de la Creme und vor allem auch am Schießplatz die Besten. Also das wird eine, bin ja gespannt, es wird jetzt echt interessant anzuschauen, wie sie es anlegen. Wer wird den ersten Schuss machen? Normalerweise schafft es Simon Eder, aber auch Foucault ist ein Meister des ersten Schusses. Ja. Wenn es darauf ankommt, kann der auch dann alle anderen unter Druck setzen mit einem schnellen Beginn. Und die beiden Bös, Svensson ist da am ehesten einer, gell, der das alleine durchzieht, wenn er es will. Die beiden Bös können und vor allem Johannes das extremst schnell schießen, aber man weiß nicht, was dann rauskommt bei ihnen. Svensson ist einer, der extrem beherrscht ist und sehr variabel ist in seinen Schießzeiten. Er kann, wenn die Bedingungen es nicht zulassen, schießt er langsam, bedacht, aber wenn es drauf ankommt, wie gesagt, beim entscheidenden Stehenschießen, kann er richtig loslegen. Wir werden sehen. Was macht er jetzt? Ja. Martin hat sich gerade ein bisschen unterhalten. Wir kennen das, Martin Foucault immer wieder mit dem Blick rund um sich, gerne auch einmal provozierend, um die anderen aus ihrer Konzentration noch einmal schnell herauszuholen. Jetzt hat er nicht mehr viel Zeit dazu. Das war jetzt aber keine Attacke von Johannes Böwe, der hat sich gar nicht umgedreht, der hat gar nicht geschaut, was da hinter ihm passiert. Trotzdem aber ein paar Sekunden Abstand. Ja, das war halt das, aber nur deswegen, weil Mathieu Foucault langsamer geworden ist und wieder so ein bisschen ein Mätzchen gemacht hat. Aber die Opfer ist lang genug, dass sie da wieder rankommen. Also, und jetzt macht es sowieso keinen Sinn mehr, jetzt so Gas zu geben, weil jetzt gibt es einmal nur links rüber in die Brücke. Und dann geht es ins Stadion rein und jetzt ist man halt langsam mit dem Kopf schon beim Schießen. Und denkt schon so ein bisschen im Hintergedanken, hat man sich schon zurechtgelegt, was könnte jetzt alles passieren, wenn ich treffe oder nicht treffe. Ist gut, dass du das sagst, weil ich würde auch schon am liebsten spekulieren, aber uns steht es nicht so. Also auch die Athleten denken jetzt schon, was wäre. Darf man sagen, es war echt eine unglaublich geile Situation, dass die solche Kapazunder, schaut, jetzt geht Foucault geht jetzt vorbei und will auf 1. So, da gibt es noch kurz Probleme mit dem Stock beim Herrn Jal Jotnau. Interessiert uns jetzt ehrlich gesagt ein bisschen weniger, hat nicht funktioniert, der Speerwurf. Aber jetzt geht es gleich in die Entscheidung beim Schießen. Und damit in die Entscheidung in dieser Verfolgung von Opolding. Drei Norweger, der Superfranzose und Österreichs Simon Eder schießen jetzt um den Sieg. Besser und einer von denen wird es schaffen, ganz sicher. Besser kannst du es nicht haben.
Es gab noch nie einen Ruhpolding-Einzelsieg für Österreich. Einen einzigen Staffelsieg. Simon Eder, alles Gute. Ja, genau, das macht er wieder wie... Aha. Martin hat vorgelegt. Simon, jawohl, einer, komm. Fehler bei ja. Simon Eder ist der Einzige, der getroffen hat, fünfmal. Weltklasse. Alle anderen vier müssen in die Strafrunde und der Weg ist sowas von frei für den Simon. Schlesinger wäre der Einzige, der noch rankommen kann, aber nur der Salzburger läuft hinaus. Gibt's was Schöneres, Christoph? Wir haben eine Situation wie vor knapp 2 Jahren. Anfang 2014 in Oslo, da hat er den letzten Weltcup-Sieg, seinen ersten zweiten gefeiert, Simon Eder. Und jetzt hat er 16,9 Sekunden Guthaben auf Martin Fourcade. 20 auf Schlesinger, das muss er mit seiner aktuellen Laufform doch nach Hause bringen auf den letzten 2,5 Kilometern. Herrliche Situation. Wie geht's den anderen? Landerdinger ein Fehler, Grossecker ein Fehler. Ach, das wird knapp. Aber einen hat Österreich durchgebracht. Ganz nach vorne. Wir wissen natürlich nicht, was Martin Fourcade jetzt im Schilde führt. Er hat nur eine Möglichkeit, das heißt volles Rohr. Wir wissen natürlich, was Fourcade zu leisten imstande ist auf einer Schlussrunde. Aber ich denke, es wird sich ausgehen heute. Er hat sich gut präsentiert, hat auch ein bisschen Körner Spornchen jetzt in der vierten Runde, dadurch, dass er also, quasi sich in dem Fünferpaket eben in der Mitte aufgehalten hat. Das Tempo wahrscheinlich nicht zu hoch war. Aber sensationelles Schießen. Ist das der erste österreichische Einzelsieger eines Rennens im Traditionsort Ruhpolding? Alfred Eder 1979 schon bei der Weltmeisterschaft da tätig in Bayern. Auch er konnte hier nicht gewinnen. Und der Sohn, der Simon, liegt jetzt 16, hoffentlich noch immer 16 Sekunden vor Martin Fourcade. Landerdinger auf 11, Grossek auf 12, die sind auch noch gut im Rennen für einen Top-10-Platz, aber ganz, ganz vorn. Dieses letzte Schießen, Christoph. Für uns wie ja, Oliver, oder? So, jetzt erstmals draußen auf der Strecke Simon Eder. 22. März 2014 war es. Da hat er. Ja, er schaut gut aus. Der schaut gut aus. Da ist immer noch Zug dahinter. Der weiß natürlich. Der kann sich ja voll auskotzen auf der Schlussrunde. Der wird sich auch nicht umtragen. Er hat eine sehr gute Saison bis jetzt, aber sein bestes Ergebnis war der 6. Platz gestern. Also er war noch nie am Podest. Reiniger Ösweiner wartet auch schon so lang auf den Sieg. Martin Fourcade ist noch nicht zu sehen, das heißt, der schaut gut aus. Ja. Und das ist ein Anstieg, und wenn er jetzt kommt, das ist genug Zeit. Und vor allem, Schlesinger ist dran an Fourcade. Das ist auch ein Indiz, dass der Franzose nicht die Wunderrunde ausgepackt hat. Jetzt läuft die Zeit. Simon dreht sich um. Schau nicht zurück, schau noch vor. 1,5 Kilometer noch für den Salzburger. Es waren 16 Sekunden, es sind weniger. Wie viel sind es noch? 11. Aber es geht nicht mehr lang hinauf. Natürlich die Strecke auch gefährlich, weil sie so tief ist. Deshalb die Abfahrt nicht einfach. Was ist dahinter passiert? Darje Bö, Svensson, alle holen auf. Nathan Smith. Sehr starker Sechster. Dann Johannes Bö, dem sind zum Schluss auch noch mal, dem ist ein Fehler passiert, insgesamt 3 daher. Der Sieger von gestern aktuell auf Platz 7. Schlesinger mit 0, Krasimir Anev mit 0. Sonst auch nicht Granicev. Also sonst keiner komplett fehlerlos. So. Fourcade reißt jetzt an. Jetzt hat er es eilig. Der Abstand ist... Noch 9 Sekunden, halbiert. Aber es geht nur um 1 Kilometer, Christoph, es geht hinunter. Das muss sich ausgehen. Das ist einfach. Nach dem dreifachen Norweger Sieg. Heute möglicherweise kein Norweger am Podest. Das letzte Schießen hat alles umgedreht. Simon Eder, 2 Siege. 6-mal war er Zweiter. Wir erinnern uns vielleicht noch an Sochi, wo er in großartiger Form war, aber die Einzelmedaille bei Olympia ist nicht und nicht gekommen. Was denkt der Chef? Alles geht sich aus. Das geht sich aus. Der fightet volles Rohr. Der weiß, um was da geht. Simon hat also ganz eigene Wege gegangen. Das geht sich nicht mehr aus. Den holen sie nicht mehr. Das ist, der Rückstand ist zu groß. Hat lang daheim trainiert, auch mit Hilfe von Vater Alfred, mit dem Damenteam.
Aber man hat dem 32-Jährigen zugestanden, seine Wege zu gehen, ist trotzdem ein Teamplayer und hat sich in sehr guter Form präsentiert. Seit Beginn des Winters. Jetzt, wenn er noch aufpassen kann, kein Crash mehr jetzt. Pokljuka ausgelassen wegen Halsschmerzen. Aber das war Gott sei Dank nicht allzu schlimm. Er hat sich schön erholen können wieder. Und vielleicht ist das der Schlüssel zum Erfolg gewesen. Jetzt passiert nichts mehr. Ist doch eine Kurve noch. Einmal über die Brücke und die Geschichte ist erledigt. Die gesamte letzte Saison hat Simon Eder kein einziges Rennen fehlerlos geschossen, was für ihn ein Wahnsinn ist. Hat Österreich keinen einzigen Sieg gefeiert. Er war der Letzte, März 2014, und er ist der Nächste. Er ist der Erste, dem es gelingt. Der kann sich jetzt schon langsam schon entspannen. Gratulation, ein historischer Moment. Der erste Österreicher, der knapp über der Grenze von Salzburg in Ruppolding vor einem begeisterungsfähigen Publikum den Sieg nach Hause bringt. Christoph, wir verneigen uns. Ja, wir verneigen uns. Gegen die Besten der Besten hat sich Simon Eder durchgesetzt. Und er gewinnt die Verfolgung von Ruppolding. In Style. Fantastisch. Ein Fehler, dann 3x0. Er war der beste Schütze unter den Guten. Großartig. Wahnsinn. Da ist er. Simon Eder, Sieger der Verfolgung von Ruppolding. Herzlichen Glückwunsch. Ganz, ganz tolle Leistung. 4 Sekunden dahinter Mathieu Foucault und Michael Schlesinger holt den 3. Platz. Für die tschechische Mannschaft und dann die Norweger. Tarje Bø, Emil Egle Svensson. Bravo, Simon.